Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und es geht um das numerologische Tageshoroskop für Mittwoch, den 8.3.23 mit einer geschlossenen 9. Also, der Mittwoch präsentiert sich mit sehr viel Persönlichkeitsstreben. Heute geht es darum, dass wir wirklich auch uns präsentieren sollten, so wie wir tatsächlich sind. Also nicht irgendwas schauspielern, sondern präsentieren sollten. Wobei es manchmal auch ein Stück Schauspiel ist. Ja? Also wenn ich zum Beispiel im Berufsleben bin, dann interessiert mein Gegenüber sich nicht wirklich jetzt für mich. Das ist auch wichtig, weil ich übe ja eine Dienstleistung aus. Und ich werde mit demjenigen mit Sicherheit nicht drüber nachdenken, was ich eventuell später koche, ne? Weil es gibt andere Prioritäten. Und deswegen ist es immer wichtig, dass wir es nicht vermischen. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Somit haben wir gute Konstellationen, wie wir unser Leben tatsächlich gestalten können. Und wir bringen uns nicht in eine Ebene rein, die einfach zu anstrengend oder zu schwierig wäre. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Part. So, der Mittwoch, wie gesagt, startet mit der 8. Er will, dass wir unsere Persönlichkeit leben und uns dementsprechend auch präsentieren. Gleichzeitig haben wir aber auch als Tageskonstellation die geschlossene 9. Die sagt ganz einfach, ja, und trotzdem müssen wir uns durchsetzen. Aber nicht durchsetzen, indem wir jemand anderen überzeugen oder indem wir, was weiß ich, lauthals und vehement unsere Meinung vertreten, sondern es bedeutet ganz einfach, einfach sein. Also wenn ich relaxed und gelassen in meinem Leben sein kann, dann kann ich mich auch gut fühlen. Oder wenn mich jemand anspricht und ich fühle mich gerade so zum Ärgernis aufgerufen als Beispiel, das hatten wir auch gestern schon mal sehr krass, dann lieber erstmal innehalten oder sagen, nee, ich gehe jetzt mal eine Runde um den Block, ich schaue mal, wie ich damit klarkomme, um mich dementsprechend auch souverän vertreten zu können. Weil wenn wir in Streitsituationen uns befinden, dann sind es immer die inneren Kinder. Und wenn die inneren Kinder rumschreien, ist das nicht mehr so ganz so logisch oder erwachsen präsentiert. So, und deswegen ziehen wir jetzt auch mal ein paar Karten auf den schönen Mittwoch. Ich finde ja die Konstellation super, also mir gefällt das ja sehr gut. Und wir ziehen von den Lichtkarten wieder. Ich muss immer wechseln. Oder was heißt, ich muss? Ich überlege mal, welche Karten am besten für die Tageskonstellation passen. So, und wir nehmen die Opalia Lichtkarten und ziehen eine Karte auf den Tag und kriegen den Neubeginn. Das heißt, wir könnten heute neue Ebenen erleben. Es kann auch sein, dass wir eine Entscheidung treffen, dass wir auf einmal merken, so, ach, ich glaube, in der Arbeitssituation, in der wir uns befinden, nee, das ist es nicht mehr so. Also, dass wir vielleicht an Gewichtung etwas verlieren oder auf einmal feststellen, so, ach, vielleicht brauche ich doch mal ein neues Auto oder. Also, es kann sein, dass wir auch heute wirklich neue Impulse bekommen, die uns schon mal in eine Richtung weisen. Ich sage mal so, ein Eimer Wasser, der überfüllt ist, da kann nichts mehr rein. Und manchmal müssen wir eine andere Emotion bekommen oder eine andere Sichtweise, um uns anders präsentieren zu können in unserem Leben. Wir werden also mit Themen konfrontiert, die eigentlich für uns nicht mehr ganz so spannend sind. Das ist genau dasselbe. Wenn wir älter werden, nehmen wir meistens auch ein bisschen an Gewicht zu. Das heißt jetzt bitte nicht, dass man das akzeptieren sollte. Das ist für den Körper auch nicht gerade gut. Aber wenn ich früher Kleidergröße 36 hatte, in meinen Jeans und zwänge mich da immer noch rein und es sieht unmöglich aus und ich kriege keine Luft mehr, macht das keinen Sinn. Okay, da muss man sich irgendwo den Begebenheiten anpassen, ne? Und dann können wir unser Leben auch leicht und locker leben. Das ist wieder die äußere Leichtigkeit. Und dann geht es uns auch richtig gut. Und in diesem Sinne würde ich sagen, seid mal gespannt, was der Tag euch präsentieren mag. Achtet mal auf die feinen Impulse. Ich glaube, wir kriegen alle irgendwie was gezeigt, wo wir denken, ach ja, ach cool, ach, das wäre ja auch möglich. Also wir kriegen auch Möglichkeiten präsentiert. Also von daher bin ich persönlich mal total neugierig auf den Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sprechen uns morgen wieder, Donnerstag, der 9.3.23 mit einer geschlossenen 1.0. Ich freue mich auf euch. Lieben Dank. Tschüss.